Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Pancake28. Weiter geht's mit Wildermyth von World Walker Games. Und beim letzten Mal sind wir mit Ach und Krach, ja, wie soll ich sagen, dem Tod entkommen oder dem Tod von mindestens einem unserer Helden. Okay, ich hoffe, ich habe auch meine Tonprobleme in den Griff bekommen. Mein Aufnahmeprogramm hatte verschiedene Updates und mein Mikrofon wurde nochmal von jemandem verstellt. Ich hoffe, nicht mehr so laut zu sein und so Zeug. Okay, lange Rede, schwacher Sinn. Wir haben 6 Legacy Points und wir haben verschiedene Sachen zu tun. Also wir haben hier Helden zu holen zum Beispiel, das könnten wir machen. Legacy Helden uns als Verstärkung zu holen, also eben diese Helden, von denen ich hier erzählt habe. Um dann halt hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, Verstärkung für unser Team zu bekommen. Und das habe ich auch fest vorzumachen. Großes Problem für uns ist, wir hatten bei den letzten Malen ein bisschen zu viel liegen gelassen. Wir hätten diese beiden Sachen schon machen sollen, meiner Meinung nach. Ich werde dieses Kapitel dafür nutzen, alles Mögliche abzuräumen. Das wird ein längeres Kapitel, ich sag's euch gleich. Um dann am Ende hier diesen letzten Angriff zu machen. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Also, was sollen wir machen? Assault, Hansania oder doch Hansania Wains. Das scheint wohl das hier zu sein. Okay. Okay, da tun die irgendwas mit den People. 37 Townsfolk will survive. Clear Trixel sites. The Trixel are doing something with the missing Townsfolk. Attacking their strongholds will distract them and may allow more Townsfolk to be rescued. But the longer we take, the more time the Trixel have to carry out their plans. Okay, was andere? Attacking their strongholds puts a temporary stop to their plans. Okay, the Trixel or stalled for 15 Tage. Das heißt, wir können hier nicht lange rumtrödeln. Das Spiel zwingt uns also jetzt hart gegen die Trixel vorzugehen und zuzuschlagen. Einen fünften Helden, den will ich aber schon haben. Boah, ist dieses Spiel hart. Dieses Spiel ist echt übel. Das wird eine echt schwierige Kampagne, würde ich behaupten. Boah. Warte mal, Beck. Wie mache ich denn das am besten? Also ein bisschen verstärkt. Also einen Helden sollten wir uns schon holen, dass wir zumindest mal die Fünfergruppe voll haben. Vor allen Dingen im Kriegerbereich fehlt mir einfach was. Jemand vorne, der Schaden aufnehmen kann, aber auch gut dealen kann. Der fehlt mir auf jeden Fall. Mir fehlen aber auch Items und Income und weiß der Geier was. Ich hab... Wie lange würde es dauern, wenn die das alles... Oh Gott, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig, hier einen zu bekommen. Okay, ich habe eine Idee. Hier gibt es ja auch eine Recruiting Opportunity. So. Und diese Recruiting Opportunity, die werden jetzt... die zwei hier machen. Let's go. Und die anderen beiden, die sollen hier was aufbauen. Und zwar etwas... Ich brauche Heights und Spell Threats. Okay. Dann nehme ich hier mal ein Henge bauen. Das gibt mir auch einen Legacy Point. Dann soll das Liebespaar was aufbauen und die anderen beiden gehen hier lang. Okay. Okay, wir können jetzt hier einen Helden haben. Pick vom Legacy. Was gibt's denn hier? Für 3 Punkte und da überlege ich gar nicht mehr lange. Ella, du darfst wieder mitmachen. Ella, du bekommst auf jeden Fall den Heroism. Ich überlege Battle Dance oder Shallow Sleep. Ich liebe aber lieber Recruit. 5 Legacy Points kostet mich. Ich habe keinen Baden, das heißt, ich kann es nicht günstiger machen. Einen habe ich ausgegeben zum Aufbauen und 5 für diesen Helden. So. Recruit. So. I came to town looking for someone to help against the Trixel and folks invariably told me to get talk to Ella. Well, you found her. You've got a quiet reputation around here. They call you the rabble-rouser of Glimmingard.
No, my fault, Rebel is so easily roused. Ich möchte daran erinnern, dass Ella sich in der anderen Kampagne geopfert hatte. Und jetzt hier plötzlich wieder auftaucht. Sei es drum, wieso und weshalb, warum. Ihre Axt ist mächtig, die sie dabei hat. Ihr werdet sehen. My point is, if you've got any kind of edge in battle, we could use another Prowler on the field. How convenient. I was just thinking I could use a chance of skinnery. Give me a day or two to get my things in order and then I'll head out with you. Ja. So ist das. Okay, dann play. Ja, wenn wir alle Tonesfolk verloren haben, dann sind wir natürlich am Popo. Okay. Wir haben schon mal den Hench. Dann hätte ich gerne... Was ist denn hier eigentlich passiert? Das kostet einen Legacy Point, das habe ich nicht. Dann bitte hier... Prepare Recruit. Dann... Okay, Ella ist jetzt da. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich einen Angriff fahren. Die metzeln, die entführen die Townsfolk in einem Tempo ab. Das entführen die, das geht so schnell. Macht keinen Sinn, was ich gerade sage. Die entführen die in seinem horrenden Tempo, dass wir jetzt einen Schlag gegen die machen müssen. Dann würde ich sagen, scouten wir mal hier. We've been walking for hours. The light has faded as dusk. I think we are going in circles. I swear I've seen the tree before. I'm not sure I like this. Did you hear that? That was just you stepping on a twig. Ah, Ella's with her back. I guess that's what was it was. Come on, let's go this way. Try to watch your step, twig stomper. Twig stomper. Suddenly the path widens, spilling out into a large clearing bathed in starlight. Ist immer noch so laut, das Ding. Wartet mal. Ich hoffe... Nein! Ich hoffe, das kriege ich echt noch in den Griff, Leute. Sorry wegen dem Mikrofon. Ah, das ist eine interessante Sache. Diesmal werde ich es machen. Next. Ich hatte diese Sache schon mal in dem allerersten Abenteuer, das wir erlebt haben. Da habe ich gesagt, nee, wir bleiben da lieber weg. Diesmal geht's hin. This music, it calls to me. We should join them, sagt Pitt. Join them? That seems like a profoundly bad idea. They have no faces. Let us dance among the stones. 55%. Oder Tika sagt nein. Normalerweise ist Pitt niemals so unvorsichtig und ich würde einen meiner besten Helden doch nicht einfach so irgendwo opfern. Nein, ich habe keine Ahnung, was rauskommt, wenn es klappt. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn es schief geht. 55%. Auf die 4, ne? Hätte ich mal gesagt, so ungefähr. Come on, I've got 2 left feet, I'm better as an audience member. As soon as Pitt steps between the stones, music washes over him. Unlike anything he've ever heard before, and yet its melodies seem familiar. We got these drums always beating in the time with his heart. Noch guckt er glücklich. Had he not always found himself absently humming this tune, the flows among them a beam of starlight woven with the others. There is a moment when the whirling comes into a nearly frenzied pace, when the dancers are spinning and spinning, orbiting and nearly carried away. Around him the specters cry out in adulation. Pitt hears his own voice joining them. With a crashing crescendo, the music falls suddenly silent, a voice like water trickling over the stone speaks, "You honor me well, Pitt." He stands silent, humbled and awed. At his feet something blue glimmers, a small book worn with age. For a moment the constellations on its cover sparkle, then it lies quiet and still waiting. Gucken, was das ist. Finally, Pitt emerges from the stone circle. Pitt, you're back. Sieht so aus, als hätte es geklappt. I'm sorry, I was gone for so long, but that was amazing. You were gone for like 10 seconds. You just walked into the circle, shouted some unintelligible words,
and then came back out. But the specters? Vanished right after you went near them. But look, look, I was given this book. What do the symbols mean? I have no idea, but I know I've seen them before. Can we just get out of here before anyone faceless dancing creatures reappear? So I go, but part of my soul will always be here. Ja, vielleicht hat er auch damit recht. Aha. The Book of Stars, let's translate the symbols. Okay, ich hab ne Wahl. We found this book full of constellations and strange writing. Some needs to dedicate some time to focus on translating the Book of Stars. Okay, back. Dafür haben wir keine Zeit. Oh. Das hier jetzt aufzubauen geht auch nicht. Uns fehlen die Legacy Points. Wir müssen weiterziehen, es geht nicht. Wir müssen die ein bisschen aufhalten hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Ne? Ich glaube, die haben gewonnen, wenn die ausreichend entführt haben. Schwierig. Muss man Entscheidungen fällen. Oh, wir können mal wieder Legacy Points bekommen. Brush Meadows has been revealed. Okay, dismiss. Und Stufe 5. Assault Knockholm Quarry, das in Mortagi. Ja, haben wir ja wunderbare Erfahrungen mit denen gemacht. Let's go. Wir brauchen dringend Legacy Points und Erfolge. Has anybody seen any of those telltale scrap piles yet? This fog is so thick, I can't barely see anything. We probably hear Mortagi before we see them at this rate. Maybe, oh. That's an awfully pretty patch of flowers to be in a gloomy place like this. Funny shape they're in. Now that you mention it. Oh, cool. Was ist denn das? It's not just me, right? That's a giant flowering footprint. This rings a bell. I remember a drawing of this very clearly, but the context is... Give me a minute. What was that? Woom, woom. There's something moving through the forest, something huge. Hang on, we're near Knockholm Quarry, right? Oh no. The Strider of Knockholm Quarry. What? A giant of terrible beauty dooming those who look upon it. And you're just remembering this now? Did you say doom? Okay, was können wir machen? Ich kann sagen, well, now I've gotta know what this thing is. It's not what we're looking for. Let's go out of here. Okay, oder? Wait a minute, now I remember where I saw those flowers. Sag ich, was die Patricia sagt, würde ich mal sagen. Mm-hmm. Kann ich das? Nein, ist egal. We need to get these blooms brewed into a tea immediately. What about the Strider? What about the Montagi? They can wait. These are Ivorixia and tell only stay potent for a short time. Fresh Ivorixia, when brewed, best towels, heightened strange and reflexes for a few hours. Now you're talking. So tell me again why we are not farming this stuff. Occupational hazards, I'd imagine. You saw the size of that footprint? Okay, das bringt uns jetzt irgendeinen Bonus. All Heroes plus 1 temporäre Hitpoint. Ja, kann man mitleben. Sind wir nochmal gestärkt. Plus ein Focard alle 3 Runden. Mortagi holen Verstärkung rein. Und ein Fire Spirit, den ich sehr gut gebrauchen könnte. Der mir hier sehr weit wegläuft. Vielen Dank auch, Spiel. Vielen Dank. Okay, auf zur Attacke. Was macht Ella so mächtig? Eine Sekunde, ich zeige es euch ganz kurz. Und zwar diese Axt hier, die sie bekommen hat in einem der Abenteuer, das Abenteuer zuvor. Und die ist wirklich stark und damit kann ich auch ein bisschen was machen. So, sind auch noch eine Zweitwaffe, ist jetzt erstmal
uninteressant hier, so, da kann sie auch nochmal ein bisschen was werfen. Also sie ist ein bisschen flexibler als manchen anderen Held, den ich jetzt hier in meiner Truppe habe. Hallo kleiner Fire Spirit, ich versuche dich zu bekommen, aber ich kann dir nichts versprechen. Dann Feuer. Patricia jetzt erstmal tatsächlich mit dem Bogen. Ella auch nochmal vor. Wurfaxt. Erwischt. Mit dem Shell Sleep. Ne, machen wir anders. Web Weapon und Guardian. Geh mal hier in die Defensive. So, Pit. Das ist doch ein besserer Angriffswinkel, denke ich, oder? Danke. Okay. Doch nicht so gut, wie ich dachte. Was haben wir hier schönes? Reichweite von 4. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir doch mal den Boiler. Oh toll, das geht natürlich gerade nicht. Ich schmeiße es ihm trotzdem vorne hin. So, und du gehst mal hier zu deiner Schwester. So, ich habe ihn festgefesselt an den Sommelier und eine Rüstung weggenommen. Bin gespannt, wo der Fire Spirit sich hin bewegt. Natürlich in die Verstärkungszone des Gegners. Vielen Dank. Wie hätte es auch anders sein sollen, ne? Ja, das wird mir nicht reichen. Wir haben jemanden, der Schaden machen kann. Hallo Ella, willkommen im Team. Oder willkommen zurück. Swap Weapon. 66%. Juhu! Jetzt kommt die Fähigkeit Untouchable. Das ist sehr nice. Da kann es jetzt nicht mehr getroffen werden. Feuer. Du bist unser Naturalist und du bist der Earthscribe. Ich weiß, dass da noch ein Gegner rumsteht. Erst so einen fröhlichen Splinters Blast auf den drauf. Komm, Pit. Vorwärts mit dir. Wir wollen hier ein bisschen Action sehen. Sehr nice. Wow, ein ganzer Spektik. Aber nicht, dass ich jetzt anfangen muss, Angst zu kriegen. Okay, sie kann drankommen. Das ist das, was ich sehen wollte. Und ja, ich gebe recht. Krieger können durchaus mit einem Bogen umgehen. So, gibt es hier noch irgendwie eine Verstärkungszone? Irgendwie sehe ich die jetzt nicht. Vielleicht haben wir auch schon gewonnen, eigentlich. Ich kriege jetzt einen Feuerlöffel. Ihr werdet gleich sehen. Also, wir haben so einen Spirit eingefangen. Damit könnten wir Legacy Points bekommen. Und oder wir können unsere Waffen verbessern. Und natürlich wäre es besser, einen Einhand-Zauberstab zu bekommen, als diesen Löffel einzusetzen. Und dann mache ich das auch mal. So, wir haben den Thundering Golden Fletch bekommen. Der ist natürlich geil. Und wenn man den mit dem Soup-Spoop verändert, ihr seht jetzt, auswechselt, dann macht er mehr Nahkampfschaden. Aber wir machen vor allen Dingen einen Spell-Damage mehr. Und wir machen jetzt eine Fähigkeit, Stunt-Effekt mit dem Feuer, Damages up to 3 nearby Enemies. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Crit raushaue, gibt es so einen Feuer-Splash und davon werden Gegner getroffen. Und es ist natürlich besser als ja, die andere Waffe. Und ich finde diesen Namen irgendwie ein bisschen zu lang. King Drinker, den nehmen wir einfach den King Drinker. King Drinker Zauberstab und es lag am Spirit, dass das Level noch nicht vorbei war. Ja, so kann es ruhig gehen, aber ich glaube, das hat uns nichts gegen die Trixel gebracht.
Wir haben plus 5 Dodge bekommen. Das sind immer so Sachen, die bei mir die Nahkämpfer bekommen. Vorzugsweise. Und dann darf sich das erstmal Patricia anziehen. Hier, schaut mal hier. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Phew, glad it's over. You okay, Ella? You don't need to worry about Miss Hobbs. I had handled. But look, there's a building over here. Nice of the roof to have holes in it, so we can look around. Huh? Hey, come check this out. Ja, mein Paw Patrol Schild ist wieder da. Ihr werdet gleich sehen, um was es da geht, aber ich werde es nicht brauchen, denn das ist so sad. You found a dead body, Kratz? No, I mean, yes, he's dead, but don't you see? Look at the shield. Company of the Dragon's Paw. Anybody? No? Company of the Dragon's Paw. This is the shield of Griffy Kine. Huh? Whole lot of good I did him in the end. Ja. Dieses Schild macht einen Schildeffekt. Und man hat zusätzlich nochmal einen, wie soll ich sagen, einen Bonusschaden. Im Grunde bringt es unserer Gruppe nicht wirklich was. Tika kann es nicht nehmen, weil er einen Zweihandstab hat. Sie hat die Zweihand-Axt. Sie hat ein Zweihand-Schwert und einen Bogen. Es gibt nur einen, der gegenwärtig mit so einem Schild rumlaufen kann. Aber es ist so. Ja, bevor ich jetzt ein Hardwood gebe, was man machen kann, ist tatsächlich einem Magier ein Schild geben. Und mein Gott, da macht sie halt ein bisschen mehr Bonus-Damage. Claim. Sieht absolut merkwürdig aus. Packt die Kommentare. Wie wird ihr das findet, bitte? So, extra Health. Und Flutsch, die werden leider stärker. Kann ich nicht verändern. Okay. Hier kann ich ein Item finden. Die Zeit möchte ich mir nehmen. Wir sind einfach viel zu schlecht. Muss ich durch. Mir rennt die Zeit davon. Ein Ignite, ein Fabric bekommen. Und Warding 08, ganz wichtig, ganz wichtig. So, Tweaker kommt auf 2,2 hoch, sie kommt auf 2,4 hoch. Wer bekommt mehr Magieschutz? Sapse. Ja, Claim. Okay, hier kriege ich jetzt auch ein Income, ne? Ihr könnt es hier so ein bisschen sehen, was es hier gibt, ne? Wenn ihr das aufgebaut habt und so weiter. Wie gesagt, ich habe leider Zeitdruck. Das ist das große Problem an dem Level. Ganz große Problem. 25 Bürger noch maximal. Was macht das genau? The Trixel are doing something with the missing... Attacking their strongholds will distract them and may allow more townsfolk to be rescued. But the longer we take, the more time the Trixel have to carry out their plans. Ich weiß, ich gehe mal stark davon aus, wenn wir dieses Hansania nicht vorher angreifen, haben wir verloren. Deswegen muss ich das im Auge behalten. Dann scouten wir mal hier drüben die Ecke noch. Ich hoffe, dass ich irgendwo mal einen Trixel-Gegner finde. So, Problem ist, wir haben wenig Legacy-Points. Ich könnte jetzt dafür sorgen, dass diese Monster ein bisschen diese Karte nicht bekommen. Oder ich kann eine Karte verhindern, aber ich habe so wenig Punkte, dass ich gar nichts verhindern kann. Dann weiter. Flupp. Sind es jetzt bitte mal Trixel? Ja, Lurking Trixel. Oh, wir können sie wenigstens einmal attackieren. Assault. Let's go. Was soll schon schief gehen? As the light is fading, everybody stays sharp. The Trixel have had a plenty of time here to weave their webs, brush and strand, and you will see what they want to see. If only we could learn more about how the illusions work, we might be able to develop a method for... For WhatsApp, sir? So you see what they want to see. You see what they want you to see. Tweaker? Pit? Anybody? Sap, sir? You see what they want you to see. You see what they want you to see. Haha, also ganz kurz erklärt, die Trixel scheinen Psioniker zu sein. Also ein Schwarmintelligenz, die sich im Bereich der Psionik bewegt. And you hear it and smell it
to you apparently. I've traveled so far in so many ways, but I'll never forget that night. But I'm not there now. I'm in a Trixel illusion now. So, oh Gott. It's a logic puzzle. If I look carefully, I'll see what isn't real. Nee, ist zu gering. Subse is the path that will lead me home, oder? I know the natural world to immediately to be fooled. Ich mach das mit einer 77%. Ziehen wir einfach mal. This town isn't real. Those flames moving toward me are also not real. Disconcerting, but not real. But Subse is real. She is the most real thing there is. Subse, Subse, Subse. Aha, Patricia Flups. Ach du grüne Neune. Subse? She snapped out of it. She's back with us. Thank goodness you're all right, Patricia, and just in time. The Trixel are here. Wow. Okay. Puh, hat wohl geklappt, hat aber uns nichts Positives gebracht. Okay, das sind die Gegner jetzt hier. Das ist jetzt nicht so schwer. Das wollte ich euch noch zeigen. Ihr seht jetzt hier auch zum Beispiel ein Herz auf dieser einen Seite. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, was ich meine. Relationships. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel bei Subse als Flame plus 2, ja, plus 2 Damage against enemies who attack Subse until end of the turn. So, und dann könnt ihr halt eben mit solchen Relationships natürlich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Dinge tun. Sibling, plus 15 Block when walling with Streaker und sowas. Das sind Kumpels oder so, das bringt halt nicht so viel, wenn Geschwister sich schützen und so weiter oder so fort, ne? Also, ja. Ihr seht auch, Patricia Fernandez hat auch schon ein Kind, Ricardo Calderon oder so. Was ist egal, ist jetzt nicht in diesem Abenteuer wichtig, aber solche Dinge, die gibt es natürlich in dem Spiel auch und spielen natürlich alle eine Rolle. Finde ich sehr geil gemacht, dass halt solche Interaktion zwischen den Charakteren wichtig ist. Also ich finde es cool gemacht. Swap Weapon. Der wird jetzt natürlich niemand sein, aber ich werde auf keinen Fall den Fehler machen und einfach irgendwo vorrennen. Und dann meine Einheiten verlieren. Das ist, geht in dem Spiel sehr schnell. Wenn ihr zu weit vorgeht oder so, dann macht's einfach Peng und die machen dich einfach platt, die Gegner. Das, die kennen da gar nichts. So, stell dich mal neben deinen Schatz. Dann wartest du. Ich interviews jetzt mal absichtlich noch nicht zu früh mit irgendwas. Okay, es geht hier lang. Hier durch, es ist egal, wie rum ich es mache. Ich denke mal, ich gehe zuerst zu dieser Tür. Und dann macht auch nicht einfach irgendwelche Türen auf, ne? Und wenn ihr noch nicht so weit seid, stellt euch lieber davor oder sowas. Man kann sowas auch mal vergessen oder so, das ist ja wohl klar. Oder das ist legitim. Du nimmst mal dieses Teil hier, das wird zwar jetzt nicht viel bringen. Don't wait. Du schnappst dir hier mal vor und die interviewst mal. Cool. Mit diesem Skelett. Okay, kann ich eine Bone Wall machen? Geil. Erupt a wall of an ancient bone across the ground. Geil. Don't wait. Und du wartest auch mal. So, dann wollen wir mal fröhlich Hallo sagen, ne? Wollen wir mal so besuchen kommen. Wir wurden zwar nicht eingeladen, aber, ne? Wollen ja einfach mal ein bisschen Spaß haben hier. So. Wie können wir denn da schon mal ordentlich wirken? Ella. Danke. So, Patricia. Der steht ja jetzt natürlich genauso im Weg, ne? Das war ja klar. Das wird da nicht reichen. ...94%, was haben wir hier? 40% nur. Ne, 54, Entschuldigung. Dann vergiften wir mal den Dude. Besser, als wenn ich gar keinen Schaden mache. Mache ich lieber temporär einen. Konstrikt macht schon viel Schaden. Obwohl ich ihn ein bisschen schretten möchte. Ah, hallo. Komme ich auch noch an den anderen dran? Natürlich nicht, ne? Okay.
Tschüssikowski. Einer weniger. Ich lasse mir hier Pflanzen wachsen. Mit denen ich natürlich interviewen kann. Und es ist nicht gerade schlecht. Rhine Ranch Plus. Ja, die hätte ich gerne. Und dann versetze ich den dorthin. Also, ne? Ich habe erst die Pflanzen gemacht. Dann habe ich mit der Pflanze interagiert. Dann habe ich den Schaden gemacht, versetzt. Und er kann sich jetzt nicht bewegen. Man muss halt diese Kombination spielen. Leider können natürlich auch Magier mit den Gegenständen umgehen, die ich da halt mache. Und leider habe ich auch die Pflanzen genau so gesetzt, dass die mir jetzt im Weg rumstehen. So, das kann aber auch nur ein Bencake, aber ich kann mir Platz schaffen, keine Sorge. Wild Grasp, das darf ich jetzt als freie Aktion machen. Dann hole ich mir mal den näher. Roots and Spurz oder ein Splinter Splast brauche ich jetzt nicht. Ja, ich will jetzt hier nicht schon wieder alles zumachen. Ich könnte das aber später noch nutzen, die Lampe. Okay. Alles nicht so leicht, meine Lieben. Alles nicht so leicht. Einmal. Zweimal. Mit dem Heroism, klar. So, hier gibt es noch eine Flanke. Tschüss. Und Pit. Aber ich finde, wir haben das ja auch schön dekoriert jetzt, ne? Das muss man auch mal ganz klar konsternieren. So, Sapse, du gehst auch mal ein bisschen vor. Ach komm, sei mal mutig. Geh mal dahin. Ihr wollt jetzt da durch. Ich werde euch eine kleine Überraschung, habe ich für euch parat. Ist kein Problem. So, erstmal hier hin. Hier hin, bitte. Gleiche Nummer wie beim letzten Mal, so wie ich euch gesagt habe. Bla bla bla. Wir stellen uns hier schon mal in vorbereitende Position. Was haben wir denn da Schönes? Ja, das brauche ich jetzt echt nicht. Nee, oder? Warte. Bestimmt wird es in dem Raum was Besseres geben. Ob, stelle ich zu deiner Schwester. Ja, klopft ruhig mal in die Tür. Man, es gibt Einheiten, die können einfach tatsächlich keine Tür öffnen. Und die müssen das dann, ja, wie soll ich sagen, die müssen sie kaputt hauen. Es geht halt nicht anders. Die haben keine Hände, wie zum Beispiel der hier. Der weiß nicht, wie man einen Türgriff aufmacht. Ja, eigentlich ist es unnötig, was ich da mache. Mhm. Okay. Da steht jetzt leider ein kleines bisschen zu weit weg, aber nicht weit genug, dass es überleben könnte. So. Pit, magst du dich denn auch mal wieder bequemen? Das wäre nett, wenn du mal jetzt auch mal einen killst. Bumm! Guck mal kurz auf die Uhr. Aber ich habe ein bisschen warten lassen. Aufgrund von anderen Sachen. Aber ein Projekt wird von mir gestoppt. Daher wird Wildermess wieder öfter kommen. Potency 07. Okay. Brauchen wir für verschiedene Dinge. Ja, da kommt sie auf 1,3 hoch. Dann kriegt sie das... Das Kniepad kriegt sie. Scuff make marks on the floor. What? But it looks telling me you've found something else. Only the evidence of a furtive mind. The implication being this cabinet was moved. Love, help me out here. Shifting the cabinet takes a little sweat. Ugh.
It's a, a nice piece, really. But they manage. My ear hurts. Definitely a hole in the wall. My love's got a wonderful nose for secrets. How hard did she even have to look? vertiefen wir das jetzt nicht. Can I be the first to sniff around? Go on, we'll be right behind you. Ihr macht's mir echt nicht leicht, Entwickler. Years old beer spills sticky up, subs his feet, a strong oatsy odor assails here. Huh? Well, it's not awful. Some barrels, beer or something of them and... hey! What? Oh! And there's a... what looks like a woman. A beautiful one, say? There's what? Hopefully no one too weird. I don't know, looks like she's been hiding. It's been since the summer. It's winter now. It's fine as finding a cack-crawled room, saving a life even more. I'll make the day worth remembering. 2 legacy points. Okay. Kann ich nicht canceln? Werden jetzt 30% mehr Lebenspunkte kriegen? Okay, dann. Und plus 30 Tage. Ah, okay, the Trixel are stalled for 30 Tage. Okay, jetzt habe ich die 30 Tage abge... Okay. Wir brauchen mehr Items. Wir müssen stärker werden. Es hilft nichts. Mist, ist der ganze Fortschritt kaputt wegen meiner Gier. Bonus Damage 07. Ein Gürtel. Kommt. Ja, wenn du da auf 3 hochgehst, dann bitte. Okay, meine Lieben. Ich weiß noch nicht, was die klügste und beste Taktik ist in diesem Spiel. Ich weiß, ich könnte jetzt noch einen Held holen. Die Legacy Points hätte ich dafür, also für einen Legacy-Helden. Oder ich sag, okay, nee, ich nehme nur einen Standard-Helden, um unsere Gruppe ein bisschen zu verbessern, oder ich sage, nee, ich verzichte drauf, mir läuft die Zeit davon. Ne? Es ist sauschwierig. Es ist wirklich sauschwierig, was, wie ich da jetzt vorgehe. Zum einen will ich das alles haben, zum anderen möchte ich ja auch die Trixel besiegen. Ich habe ja noch, ich weiß nicht, ob sie einfach immer nur stärker und stärker und stärker am letzten Level werden, wenn ich halt lange zögert. Ich weiß es halt nicht. Es sagt man nur, dass ich fiese Sachen mit denen mache. Natürlich wollen wir nicht, dass halt Menschen dauernd entführt werden, das ist klar. Für einen neuen Helden würde sprechen, dass ich mehr Flexibilität und so kleine Sachen nebenher machen könnte. Das wäre halt natürlich nicht verkehrt. Ich kann das hier noch aufbauen und so Zeug, ne? Das ist natürlich möglich. Oh, das kann ich jetzt nicht mehr aufbauen, weil da sowas drüber gewuchert ist. Das müsste ich erst patrouillieren. Das ist mit einem Held zu gefährlich. Sei es nun drum. Lange Rede, schwacher Sinn. Also, ist interessant gemachte Kampagne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ganz so einfach ist die nicht. Wir hatten in dem letzten Kapitel ganz schön leiden müssen. Also ich, ihr habt euch wahrscheinlich gefreut. Mal schauen, wie gut ich aus dieser Nummer rauskomme. Ich muss da ein bisschen nachdenken. Das mache ich mal zwischen den Folgen. Vielleicht kommt mir da noch die ein oder andere Erkenntnis, wie ich am besten vorgehe. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare packen. Vielleicht habe ich da aber auch schon die nächste Folge dann aufgenommen. Das kann durchaus mal bei mir sein. Weil aus meiner Sicht dauert es ewig, bis diese Folge online kommt, leider. Aber... ja, ich habe mir gesagt, okay, das eine Projekt, was ich jetzt stoppe, möchte ich jetzt nochmal 1-2 Folgen bringen, bevor ich es ganz beende. Aber dann beschränke ich mich auf weniger Projekte. Okay, lange Rede. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer BenCake28. Ciao, ciao.